Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich mache noch mal ein Kurzvideo. Ich mache jetzt öfter einfach mal so Kurzvideos, einfach nur so eine ganz schnelle Information dann, wie so bestimmte Produkte sind, wenn ich sie verglichen habe. Und das habe ich gerade getan. Ich habe auch schon ein Short online gesetzt für die ganz schnellen. Wenn ihr es ein bisschen ausführlicher haben wollt, trotzdem in kurzer Zeit, dann hier dieses Video. Es gibt ja ein neues Produkt von Reva Loves Me, und zwar, das ist der Skin oder Miracle Skin Perfector. Ist so ein bisschen wahrscheinlich so ein Zwilling zu dem Magic Finish, obwohl es gibt ja auch von Essence und von Catrice immer mal wieder so ein Produkt, was denn so alles in einem hat, ne? So ein Pot, wo man dann so mit dem Finger oder mit einem Pinsel rein kann und dann habt ihr alles zusammen. Also hier habt ihr halt dann auch, ne, Puder. Obwohl, es steht gar nicht drauf. Doch, hier steht es drauf. Hier steht drauf, 3 in 1, Make-up, Concealer und Puder. Also im Grunde genommen das gleiche wie hier. Obwohl bei den Magic Finish habt ihr den Primer noch mit drin. So, vom Auftrag her sind die beide sehr ähnlich. Ich dachte erst, das ist so ein bisschen cremiger, aber nö, das wird dann auch so mußig. Das sieht zwar cremiger aus, so auf den ersten Blick denkt man eine Creme, aber wenn man dann mit dem Finger da reingeht, dann ist das auch mußig. Also wirklich ganz genauso wie bei dem Magic Finish. Ich musste auch so ein bisschen schmunzeln, weil es auch so ist, ne? Wie so eine Mousse. Beide sehr ähnlich, auch von der Farbe her beide sehr ähnlich. Ne? Der wirkt ein bisschen heller, aber ihr seht ja im Gesicht fast gleich. Ich habe natürlich das normale Magic Finish genommen, weil das gibt es ja auch in mehreren Farben. Und da habe ich natürlich das normale genommen. Das wäre ja ein doofer Vergleich. So, ich habe es jetzt aufgetragen und das zeige ich euch erstmal. Ja, und jetzt mal so ganz dicht dran. Wie ist da so der Vergleich? Kann man da was sehen? Wie findet ihr das? Es ist ja auch ein großer Preisunterschied. Erstmal vom Aussehen her finde ich diese Seite, man könnte sagen natürlicher, aber sie ist halt nicht so gut abgedeckt. Ne? Hier Magic Finish ist natürlich, wenn ich mir ein Produkt kaufe, wo ich einen Primer, Make-up, Concealer und Puder drin haben möchte, dann gehe ich mal davon aus, dass ihr auch eine ganz gute Deckkraft haben möchtet und dass ihr auch möchtet, dass das den ganzen Tag hält. Das ist bei mir so, bei Magic Finish auf jeden Fall. Ich habe eine gute Deckkraft, es sieht trotzdem natürlich aus, aber schön weich gezeichnet. Ne? Man hat so ein bisschen so Porzellanhaut damit. Trotzdem kann man aber von Dichten auch gucken und ich finde es super schön. Hier ist es so, dass ich immer wieder mit dem Spiegel gucke, ist das denn auch richtig abgedeckt? Naja, rutscht gerne mal so ein bisschen in die Falten. Bleibt auch so ein bisschen hier hängen. Also ja, also es ist in Ordnung, aber ich bin nicht so ganz überzeugt, weil wenn man so von Dichten guckt, dann sieht man so ein bisschen, könnte auch bei trockener Haut schwierig werden. Und gerade so an den Stellen, wo man so trockene Haut hat, da wird es komisch. Meine Hand ist jetzt natürlich sehr trocken. Ich habe nicht vorher eingecremt und man sieht trotzdem, ne, unter diesen Bedingungen, dass das Magic Finish schöner ist. Das hier ist Magic Finish und ist viel cremiger auf der Haut und pflegender. Und das von Reval wirkt sehr puderig und halt nicht so schön. Also bei trockener Haut ist eventuell Magic Finish, muss man gucken, ob man das gut ab kann, ist immer eher was für ölige Haut und ich finde Magic Finish schöner. Ja, aber natürlich erwartet man das ja auch. Ne? Wir haben ja hier einen Preisunterschied von, wenn es hochkommt, 15 bis 20 Euro. Kommt drauf an, ne? Wie ihr das kauft, mit Rabatt oder ohne Rabatt im Angebot. Über Kopf oder nicht. Ja, das müsst ihr natürlich entscheiden. Mein Favorit ist und bleibt weiterhin Magic Finish. Und jetzt sage ich euch auch noch mal was zu den Inhaltsstoffen.
Was mir hier auffällt, ist nicht nur Silikone, das ist bei Magic Finish auch drin. Hier habt ihr an dritter Stelle schon Talg. Und das ist was, was die Haut austrocknen könnte. Und hier habt ihr keinen Talg mit drin, Silikone auch, das ist klar. Aber hier habt ihr Silizia drin und das ist wiederum für reife oder trockene Haut ein bisschen besser. Was auch noch für Asam spricht, ist, dass ihr das Porcelain, also ein Farbton heller, auch mit Lichtschutzfaktor bekommt, was ich auch richtig toll finde. Und da ist dann auch ein bisschen Öl mit drin, also Vitamin E, was dann auch noch mal fliegender ist. Also hier habt ihr einfach auch viel mehr Auswahl, ne? Was euren Ansprüchen entspricht. Außerdem ist es vegan und das steht bei Rival Loves Me leider nicht. Ist ja immer ganz interessant, ne? Ich habe jetzt auch, wie gesagt, kein Rouge drauf, kein Bronzer. Ihr könnt wirklich gucken die ganze Zeit, was sieht schöner aus, welche Seite ist schöner. Und ja, also ich bleibe bei Magic Finish, aber vielleicht ist das ein Produkt, was ihr gerne mal testen möchtet. Wenn ihr sagt, nö, Magic Finish habe ich getestet, finde ich voll doof, jetzt will ich mal was anderes testen. Oder ihr sagt euch, boah, ich bin ja nicht verrückt, so viel Geld auszugeben für ein Produkt. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist so, ne? Man hat ja nicht immer so viel Geld über für Kosmetik. Essen ist ja viel wichtiger. Obwohl, schaut gerne mal, ob ihr das findet, ob ihr das haben möchtet. Wenn ihr Magic Finish kaufen möchtet jetzt, wenn ihr jetzt so überzeugt seid, ihr seht das Video und sagt so, nee, also Magic Finish, boah, das ist ja total toll. Ich habe einen Rabattcode bei Asam Beauty. 15%, wenn ihr möchtet, mit Charon 15. Vielleicht habt ihr Lust, euch da mal umzuschauen. Gibt ja auch immer wieder Angebote. Ja, und mal schauen, was ihr jetzt dazu sagt. Kurzes Video, so ist der Vergleich. Beide Produkte sind gut. Ich finde das Asam Beauty ein bisschen schöner, aber ist natürlich auch ein bisschen teurer. Hier nochmal der unmittelbare Beweis, wollte ich gerade sagen. Vergleich. Das ist Magic Finish und das hier ist das Skin Perfecto. Also sie sehen sich ja so schon ganz ähnlich. Und jetzt werde ich einmal mit dem Mittelfinger hier rein und mit dem Zeigefinger da rein. Dann möchte ich mal schauen, ob man auf der Haut einen Unterschied sieht. Also der Mittelfinger ist River Loves Me und das ist Magic Finish. Ich finde, hier sieht man auch schon echt einen Unterschied. Ich gehe noch mal ein bisschen in Rival. Wie ist das anders? Nicht so cremig. Als wenn hier Stücke drin sind, was ist das? Na gut. So. Jo, so ist erstmal der äußere Unterschied. Was ich gut finde, ist, dass River Loves Me ein bisschen heller ist und Magic Finish ist relativ dunkel, aber Magic Finish gibt es ja auch noch heller. Das ist die normale Variante und das gibt es natürlich auch noch heller. Ja, eindeutiger Favorit jetzt von meiner Seite aus natürlich Asam Beauty, weil es einfach bessere Inhaltsstoffe drin hat. Bessere Inhaltsstoffe, das ist auch das, was ich eigentlich erwarte, weil es ja auch ein bisschen mehr kostet und weil ich einfach Asam liebe. Das hätte mich jetzt echt enttäuscht, wenn das so wäre. Ja, Rival Loves Me ist okay, ganz gutes Produkt, aber ich mag Asam Beauty lieber allein schon wegen der Inhaltsstoffe. Tschüss!